Der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit ist in Deutschland unterschiedlich. Während in manchen Städten noch immer unkommentiert Denkmäler an Kolonialakteure erinnern, gibt es andernorts Stadtrundfahrten zur regionalen Kolonialgeschichte. Im Stuttgarter Gemeinderat gibt es aktuelle Forderungen nach einer stärkeren Aufarbeitung der Kolonialgeschichte der Stadt und ihrer Umgebung. In diesem Zuge wollen wir die kolonialen Spuren in Stuttgart und Umgebung visualisieren. Diejenigen, die heute noch sichtbar sind, und auch die, die man mit eigenem Auge nicht mehr betrachten kann. Als größter öffentlicher Platz im Zentrum von Stuttgart war der Schlossplatz mit seinen umliegenden Gebäuden schon früher ein Ort für Feste und Aktionen und hat als solcher auch in der Kolonialzeit eine Rolle gespielt. So wurde im neuen Schloss 1928 die heute in Ludwigsburg ausgestellte Südsee-Gedenktafel enthüllt. Im Königsbau fand am 1. März 1913 ein Kolonialfest statt, das vom Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft ausgerichtet wurde. Im Sommer 1916 wurden im Stuttgarter Kunstgebäude Lichtbildvorträge über die damaligen deutschen Kolonien gehalten. Auch Denkmäler erinnern an die koloniale Vergangenheit der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Manche dieser Denkmäler stehen auch heute noch, unkommentiert. So erinnert beispielsweise dieser Gedenkstein auf dem Waldfriedhof in Degerloch noch immer an die Menschen aus Württemberg, die in den damaligen deutschen Kolonien zu Tode gekommen sind. Auf dem alten Friedhof in Kornwestheim nahe Stuttgart erinnern Gedenksteine an die koloniale Vergangenheit einzelner Menschen aus der Region. Die meisten anderen Spuren der Kolonialzeit in Stuttgart und Umgebung sind jedoch heutzutage schon lange nicht mehr sichtbar. Der Nilsche Tiergarten war ein privater Zoo, der sich in Stuttgart großer Beliebtheit erfreute. Neben Tieren und Veranstaltungen gab es dort auch Völkerschauen mit Menschen aus Somalia, Samoa oder Tunesien. Solche Völkerschauen waren heute unvorstellbare öffentliche Zurschaustellungen von Menschen aus anderen Ländern. Der Tiergarten befand sich auf dem Gelände des heutigen Arzenberg-Areals. Nur der Tiergartenweg, eine Seitenstraße der Hölderlinstraße und eine Themeninsel im Stadtpalais erinnern heute noch an ihn. Der Stadtgarten, nahe der Universität gelegen, ist ein beliebter Treffpunkt für Stuttgarter. Immer wieder wird das Gelände des Stadtgartens auch für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt. Dies war auch früher schon so, doch nicht alle Ausstellungen von damals wären heute noch vorstellbar. Im Jahr 1928 fand im Stuttgarter Stadtgarten eine Kolonialausstellung statt, gleichzeitig mit der Kolonialtagung der Deutschen Kolonialgesellschaft. Nicht nur Gegenstände, Bilder und Dioramen, sondern auch Menschen aus den Kolonien waren für die Zuschauer zu sehen, denn es gab eine die Ausstellung begleitende Völkerschau. Noch heute ist der Ausstellungsführer von damals erhalten und zeigt uns, wie die Ausstellung von den Menschen vor 90 Jahren gesehen wurde. An der Beschreibung eines Dioramas wollen wir zeigen, wie selbstverständlich Menschen, Lebensweisen und Gebräuche anderer Länder damals noch als Unterhaltung gesehen wurden. Rechts vom Samoa-Haus sehen wir auch wieder Bewohner des mikronesischen Gebiets. Es sind Gilbert-Insulaner, die sich mit ihren mit Haifischzähnen bewehrten Speeren im Zweikampf messen. Vor einem der Häuser sitzt ein Eingeborener am Webstuhl, um auf diesem noch ganz roh gefügten Gerät einen einfachen Baumwollstoff zu weben. Früher gab es mehrere Straßen in Stuttgart, die nach Akteuren oder Ländern der Kolonialzeit benannt waren. Theodor Gotthelf Leutwein war von 1895 bis 1905 Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika. Die nach ihm benannte Leutweinstraße wurde 2008 in Am Weinberg umbenannt. Hermann Wilhelm Leopold Ludwig Wissmann war ein Afrikaforscher, Offizier und Kolonialbeamter. Auch die nach ihm benannte Straße trägt inzwischen einen anderen Namen. Seit 2009 heißt sie Wolle-Grivaneck-Straße. Auch die im Jahr 1933 von den Nationalsozialisten benannte Kameruner Straße wurde 1946 wieder umbenannt in Ebnisee-Straße, um vom Rassismus abzugrenzen. In der Vergangenheit wurde die heute höchst umstrittene Bezeichnung Mooren immer wieder für Benennungen benutzt. Im Gemeindewappen des Stuttgarter Stadtteils Möhringen befindet sich noch immer die Darstellung einer Moorin. Seit Juni 2020 läuft eine Online-Petition, die eine Änderung des Wappens fordert. Anfang Juli hat sie bereits über 10.000 Unterschriften und zeigt damit, wie aktuell die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit auch heute noch ist.
Auch ist an der denkmalgeschützten Fassade der Fachstraße 23 in Stuttgart eine Skulptur mit drei Mohren zu sehen, die auch namensgebend für das im Gebäude befindliche Restaurant ist. Immer wieder sind die Skulptur und auch der Name des Restaurants Gegenstand von Diskussionen. Kolonialwarenläden waren Einkaufsorte, die Spezialitäten aus Übersee anboten. Im Eckhaus Geißgasse 10 Brandgasse in Feuerbach hatte sich um 1913 ein Kolonialwarenladen eingerichtet. Man verkaufte unter anderem Spezereien und Flaschenbier. Das Haus ist inzwischen ein reines Wohngebäude. Ein Beispiel für eine Spur aus der Kolonialzeit, das vermutlich fast niemand weiß: Der Name Edeka steht für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin. Auch das im Jahr 1917 gegründete Institut für Auslandsbeziehungen, damals Deutsches Auslandsinstitut, erinnert an Stuttgarts koloniale Vergangenheit. So war es beispielsweise maßgeblich an der großen Kolonialausstellung 1928 beteiligt. Die Versammlungen des veranstaltenden Vereins fanden in seinen Räumlichkeiten statt. Im Wilhelmspalais befand sich von 1936 bis 1944 das Ehrenmal der Leistungen der Deutschen im Ausland und Museum des Volkstums mit einem Raum der deutschen Kolonien. Die Geschichte des Lindmuseums ist untrennbar mit dem Kolonialismus verknüpft. Als 1884 die deutschen Kolonien entstanden, wollte der zwei Jahre zuvor gegründete Württembergische Verein für Handelsgeographie eine Plattform einrichten, mit deren Hilfe er seine wirtschaftlichen Interessen verfolgen und eine Informationsstelle für Auswanderungswillige schaffen wollte. Während anfangs ein handelsgeografisches Museum geplant war, wurde das Lindenmuseum 1889 als ethnografisches Museum mit völkerkundlichem Schwerpunkt gegründet. In den folgenden Jahren vergrößerte sich seine Sammlung durch angeeignete Gegenstände aus den Kolonien so schnell, dass es bereits 1911 in seinen heutigen, größeren Sitz umzog. Die koloniale Vergangenheit Deutschlands sollte trotz ihrer nicht mehr überall sichtbaren Spuren auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Auch heute ist sie noch aktuell und es ist noch ein weiter Weg zu gehen in dem Versuch, sie aufzuarbeiten. Ein Schritt auf diesem Weg ist die Ausstellung Schwieriges Erbe des Lindenmuseums und einen kleinen Beitrag will auch unser Video dazu leisten.